willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K19, dem Karrieremodus. Es geht weiter. Ihr feiert diesen Modus so krass. Ich hätte es nicht gedacht. Ist aber auch so, ein kleiner Finger zeigt doch in die Richtung, dass eine Story, eine richtig gute Story mit roten Faden, einen dann doch besser gefällt, als was im letzten Jahr so veranstaltet wurde in der Karriere. Auch wenn natürlich viele Sachen von dem einen oder anderen wieder angeprangert werden, so mit Rina, dann Madden's G-League und so weiter. Aber mein Gott, man kann es nicht jedem recht machen. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Story dieses Jahr. So die ganze Aufmachung, unser Spielertyp mit den Madden's, mir gefällt das einfach. Es hat Charme, es ist eine Love-Story mit dabei, wie wir jetzt auch gesehen haben. Und jetzt spielen wir als nächstes gegen die Skyforce und sollen 3 Assists auf Paul Tatum spielen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Also gehen wir rein. Most exciting part of the G League this year. The NBA is not far away. Oh, hey, yo. Check out what your boy said about your boy. Hey, man, get that phone out of my face, Marcus. No, come on. You're going to hear about it anyway. I mean, it's everywhere. Look, Corey Harris ain't the only player in the NBA. Whoa, look. It's not just Corey Harrison. All of the Lakers are retweeting it. The timing could not be better for me. I mean, I got scouts coming to the stands. They don't want to miss the show. This is like chess. So who's running space in whose head now, huh? Yo. I don't want to disrupt your flow there, Bobby Fischer, but the scout ain't here for you. He's here for the Flying Dragon. Please, I would have heard about it. He's the Heat's new forward from China, and he is knocking on the door of a 48-inch vertical. You're talking about Han Shi? Huh. Yeah, the Flying Dragon. Yeah. He was on the Jets in China. I guarded him when he played us in Shanghai. He showed me up then, but I know his game now. I can take him. No. The Dragon is mine. See, this ain't about just showing off some scouts, Marcus. This is about winning the game, man. Hey. This dude, bro. Forget about him. He may be here to scout the dragon. Doesn't mean you can't take his attention. Take it. Yeah, but I can't beat the dragon by myself. But your game plays specifically to his weakness. So I'm gonna set you up all night, and we're gonna take that dragon down together. All right. Also. Ab geht's gegen den Flying Dragon, den wir ja schon aus Shanghai kennen. Lasst uns einfach das nächste Game rocken. Auch weil mich jetzt nochmal ein paar Leute gefragt haben, Schwierigkeitsgrad kann ich noch nicht nach oben stellen. Wer diese kurze Sequenz nicht gesehen hat, in der ich das probiert habe. Egal, die Defense ist direkt da. Wir lassen ihn nicht einfach scoren. Der erste fällt. Der zweite auch. Ja. Flying Dragon? Vielleicht sind wir auch der Flying Dragon, I don't know. Übrigens, ihr müsst keine Sorge haben, wenn wir mit der Story durch sind, dass wir die... Oh, Flying Dragon am Sack! Egal, auch wenn er den reinmacht. Dass wir nicht weiterspielen. Also, ihr kennt mich. Wir machen jetzt nicht einfach nur die Story und dann ist vorbei. Wir spielen ganz normal weiter. Championship und so weiter und so fort. Ich drück dich weg. Nein! Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein bisschen crazy gewesen. Ich darf nicht vergessen, dass ich meine drei Assists auch spielen muss. Block kommt. Dreier kommt auch. Ah, das ist gar nicht so leicht. Das hätte ich jetzt beinahe verpennt. Kann natürlich hier nicht einfach nur Defense spielen und selber in der Offense scoren. Er hat Bock, oder?
Er hat Bock. Packt da den halben Lina aus. And first quarter of action, 2 minutes in. Ja, Assist. Aber nicht für den richtigen. Egal, Randolph macht ihn rein. Lee am Ball. Here's Lee. Hahn up top. Hahn. Schön. Doppelte Defense. Gehört uns. Road life in the G League, it can be rough. Getting wins as an away team, it's no easy task to travel. Es wäre die Chance gewesen, dass ich mal den ersten Assist raus Zimmer. Everything is stacked against you at times. Now here's AI. 5 o'clock. Pass to Tatum. Over Hahn. Nimmt ihn. Aber das ist kein Assist. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ganz weit entfernt von dem Assist. Some tough offensive sets and they really want to turn it around. They got to lock in and need a basket just to regain some momentum. Now here is Hahn. Der Typ ist hier auch ein leichter Egomane. The numbers and performances he put up in China were absurd. And you just know that a team was going to take a closer look at what he could do over here on this side of the pond. AI with it, covered by Evans. Back to Tatum. Ich krieg Tatum nicht frei. On the wing, AI drops one in from the wing. Schöner Assist von Tatum. Off of AI like this. He's a threat to shoot as soon as he gets the rock. And as you said, it was the Skyforce that made the move to get Flying Dragon. And the Heat were very interested in him, and they feel he has a lot to contribute to their team. Might take some time for him to adjust, but that's why they sent him to Sioux Falls first to ease that transition. 11 zu 8 steht's. They see big things ahead for the Flying Dragon. Now here's Barton. Here's Keith. Ja, das geht natürlich viel zu leicht. In der Zone. Komplett geschlafen. Oh! Nice Bucket! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. 7 Punkte. Kifi. Jennings. Bart mit dem Screen. Keith, also nur Keith. Defense ist da. Jennings. Haben wir. Boss. Ja, und da kommt wieder der Pull-Up-Jumper aus einer guten Range. Komplett frei. Keith. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Geh da mal kurz drauf. Der ist viel zu kurz. Wir bleiben drauf. 16 zu 10. 4 seconds left. Und auch der fällt. 18 zu 10, 11 Points. Erstes Quarter vorbei. Läuft. No comments. No comments. Der Under haut einen Half-Court-Shot raus. Naja, okay. Weiter geht's. And now, the second quarter just getting set to begin. And guys, what's your take on the Mad Ants so far? They've come out of the gate strong and put in a solid first quarter. Das ist gar kein Problem. Ich sehe gerade eben, oben entfesselt, ist ziemlich krass aufgepowert. Wir sehen da 6 Pfeile sogar. 3 davon sind schon voll.
results are visible on the floor. Okay, da kam die Defense ein bisschen zu früh. Der gehört uns. Warum bin ich jetzt hingefallen? Carter? Calderon, guarded by Jennings. Schön. Schön. Ein bisschen schwieriger Abschluss am Ende, aber passt auf jeden Fall. Jennings. Das geht eigentlich zu leicht. Hätte ich alles machen können, aber nicht einen deepen Dreier nehmen, wo noch so viel Platz ist. Völlig unnötig. Und jetzt werden wir bestraft. Habe ich. Daniels. Schön. Not bad. Da zaubern die Jungs eine Runde. Benjamin. Roberts. Day. Starks. Defense ist da. Ja, meine Energie sieht jetzt langsam auch nicht mehr ganz so geil aus. Schön. Aber der Alley-oop hätte eigentlich auch reingehen können. Ich zünd entfesselt. Und er callt das Timeout. Jetzt werde ich wahrscheinlich rausgenommen. Und es ist weg. Nee, ich bleib drauf, zumindest. Aber lass dir ruhig noch ein klein wenig Zeit. Flying Dragon coming over from China, just like AI on the Mad Ants did. The two, they had faced off against each other, had some great battles. Schöner Pass. And maybe that will carry over aber to the side of the Pacific. Well, we can only hope. Immer noch die falsche Reihenfolge. AI turns it on, get out of his way. I mean, look at him do his thing. Immer noch die falsche Reihenfolge. Die Defense reicht nicht. Not a great start for him in the first, but he's quickly turning that around. Right wing. Oh! Ballhandling ist noch nicht ganz so geil. Jetzt kann. Und er gönnt sich und schenkt mir einen Assist. Er schenkt mir diesen Assist. Defense ist da. No question who's been in control of this game. Yeah, absolutely. They've really taken charge. Ich hab gedacht, vielleicht traut er sich den zu nehmen. On the wing, Paul Tatum. He has five. And again, schön. It's Fort Wayne. Block assist. Tatum, as you said, it would most likely be his last chance on making an NBA roster. And even though he isn't the youngest player on the roster, he still has starker Stil. Komm schon, gönn dir, mach ihn. Er spielt ihn noch mal. So ein mannschaftsdienlicher Hund. Aber alles richtig gemacht. Er ist echt gut, Mann. Der ist echt gut. Don't get the name Flying Dragon by staying on the ground. He is sporting a 48-inch vertical. You combine that leaping ability with his height, and he might be one of the most feared aerial artists in short time. Ich habe keine Energie mehr. Ich verstehe auch nicht, warum der mich einfach komplett durchspielen lässt. From deep.
But they recover. Gönn dir! Ja. Ich verstehe nicht, warum er mich komplett durchspielen lässt. Da kommt der Steal. Ich habe keine Energie mehr, ich muss ihn abgeben. 40-22. Und jetzt auch wieder getroppt wäre dann. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Big Man, ihr müsst hochkommen und Hahn unter Druck setzen, bevor ihr wieder zu eurem Mann absinkt. Welcome back to the start of the second half. Big margin on our hands, but we'll see if that gap narrows down in the final two quarters. You look at AI in this game. Und ich krieg einfach gar keine Pause. Richtig geil. He's played a very smart game offensively, looking for finding the gaps in the defense to get the best shot possible. Yeah, the way he played that first half. Well, that's exactly what we're talking about when we talk about being Young on offense. Nimmt den Dreier und trifft ihn auch wieder. Also von draußen sind wir einfach zu stark. Yeah, when you have the offensive talent that Young does and are as driven and ambitious as he is, you're destined for great things. Definitely a name to watch in the G League. Yeah, one to follow. Schön. Eigentlich schöne Defense. Leider ohne Ballbesitz. Roberts, Hahn, geht nicht. When he works hard on defense, it makes a difference. And it's Hahn missing. A slight rebound advantage for them. Nächster Assist. 15 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal. A minus die Wertung. It looks very sharp tonight. I'm loving it. And it's good. Krieg ihn nicht verteidigt. Mann, ey. This is the kind of thing NBA scouts unglaublich. Hanji's showing the ability to finish through contact. And the Mad Ants call time here. A little over a minute gone here in the second half. Schöner Pass. Stark gesehen. Der hätte mal von mir kommen sollen. Absolutely. Coach Keller is of that vein where he wants his players to experience life outside of basketball, to be well-rounded men in the community. I know it's something that the players get behind and appreciate from him. Yeah, he's just such a great coach on and off the court. Man, and they're 1-for-4 to start the second half. Tatum, covered by Ducey. Pass to Tatum. Es bleibt natürlich alles ein klein wenig problematisch, solange ich nicht meine Pause kriege. Spielzeit überragend. Mit so viel über. Also, man muss sagen, die KI ist dieses Jahr wesentlich stärker als im letzten Jahr. They can't allow the offense. Endlich mal nicht. Outside Young. Kicks it to AI. Tatum, covered by Ducey. Fällt nicht. That shot missing. Now the Sky Force. Ein Assist brauche ich noch, dann bin ich halt einfach komplett tief entspannt. Ducey. Oh. And you can count it. He'll go to the line with a chance to make it three. Ich weiß doch eigentlich, dass Hahn kein Dreier nimmt. Warum gehe ich denn da so ran, ey? So both teams making some changes here. This is his third free throw attempt of the game. Ich nehme jetzt mal eine Auszeit. Vielleicht nimmt er mich einfach mal raus. Weil es kann ja nicht sein Ernst sein, dass er mich einfach durchspielen lässt. Ey, ohne Pause, ohne Gnade. Ja, interessiert ihn nicht. Max, weiter geht's. AI right side. Screen by AI.
makes it off the glass. Das ist was, was ich nach wie vor nicht verstehe. Warum kann man nicht selber zum Beispiel mal ansagen, ich hätte gern ein paar Minuten Pause? Einfach nur, dass der CPU dann abwägt, okay, es macht jetzt gerade eben Sinn, eine Pause zu machen. Oder er sagt, Schwachsinn, du brauchst keine Pause, weil du hast noch so viel Power. Fällt auch wieder nächster Assist. Mann. A little under 2.5 minutes off the clock now in the third quarter. Barton, covered by Boss. Day. Now here's Day. He's closely guarded. Jennings. Good on the bucket. Was soll ich machen, wenn ich keine Energie mehr habe? Ist bei jedem Kontakt, ist meine Energie jetzt dann halt einfach weg. Was ja auch ganz normal ist. Den kann man auch mal machen, wenn ich mir schon hier ein ablaufe. Okay. Boss Mode. They ran that play. The screen was set up in exactly the right spot. Beautiful screen and the finish wasn't too bad either. Wonderful Martin, team basketball. Day. Perfectly designed, perfectly executed. Day. Geht nicht. And Fort Wayne the other way now. And here's AI outside. Day pulls it in. Damn it. 8 second difference between the shot clock and the game clock. Damn it, damn it, damn it. No mistake on that one. Good work all around. Outside Carter. On the wing, AI. Komm nicht vorbei. Habe ich nicht genügend Stärke? Stell mal einen Block. Reicht auch nicht. And here is Keith. The three. Geht nicht. Ja, ich behaupte mal, ich kriege im vierten auch keine Auszeit. Sage ich jetzt einfach. Ich drop's einfach, die Prognose. Keine Auszeit für Max. Auch nicht im vierten. Dann drückt er mir einfach. Aber okay, er wollte halt den Boss die ganze Zeit auf dem Feld haben, aka me, und das Spiel gewinnen. Hat dann gesehen, okay, wird ein Blowout. Allerdings 3 Assists auf unseren Kollegen waren das jetzt leider am Ende dann nicht. Gibt aber wieder ordentlich Points. Ja, obwohl dieses Mal gibt's gar nicht so viel. Yo, AI. So, you're the big scout that everyone's been talking about. So what you think, man? Am I finally walking? Look, look, Coach Keller might seem like he has a bag of marbles in his head, but the dude knows the game, man. That doesn't really answer my question, but... I'm here, aren't I? Something's still missing. Look, Marcus Young. Kid can play. A lot of eyes on him, too. What's with you, man? I try to ask you a direct question, and all I get is this runaround. Like, I don't understand. There you go. Like the world owes you a spot in the NBA. All I do is work. That's all I do. And I just can't get a break. That's my problem. You said it yourself. Something is missing. Don't ask me for answers you already have. Well, so Marcus has this all figured out, and I don't? Maybe. Look, I like Marcus Game. I've never talked to him. I don't know him. I do know you. People are starting to talk about you. You're making people's boards. Scouts are looking at you. But there are a lot of other guys out there, too. And what separates you? Why should I pick you over Marcus? Whoa. What are we doing right now? This is my teammate, Howie. Yeah, I know who he is. His form is impeccable. It's a work of art. The rest of his game is basically rec league, but his form should be taught in books. You're Big Tooney, right?
I am. Well, why is my hand going through you like it does with other ghosts? No, nope. We're not doing, nope. The point is, AI, you're close. Just one missing piece. He did say that thing about my jumper, right? I didn't just dream that? Who raised you? That's what I want to know. Oh, because I'm going to make my future children so sick of that story, it's going to be great!